Oh, okay, ich bin, okay. Such mich, such mich. Wo bist denn du? Du bist schon vorne weg. Nee, nee. Ich guck nur gerade die Konsolen. Ist das eigentlich nur irgendwelche. Okay, da gibt's bestimmt einen Akkulade oder sowas. Akkuladen? Ein Akkuladen, ja. Hallo. Oh, geht's aber ganz schön runter jetzt mittlerweile hier. Ja, das kannte ich irgendwie so nicht, ne? Vor allem musst du da hüpfen, um an, damit die Taste aktiv ist. Oder du machst einen großen Charakter. So klein ist mein Klingone nicht, aber... Oh, das sieht jetzt ganz anders aus hier. Ja, fliehen sie aus der Arena. Also hier, das gefällt mir besser, weil das hat jetzt so einen richtigen Mondschein-Effekt hier. Ja, genug Mond ist ja auch da. So. Ja, aber die Arena fand ich zu dunkel. Wir können wieder auf normale Waffen umrüsten, oder? Boah, Hammer. Hammer. Da kommt ein Jäger geradewegs auf uns zu. Halt, da müssen wir hin. Kann man sich eigentlich von den Dingern erwischen lassen? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Es geht halt nur nicht weiter, wenn wir hier nichts machen. Da oben fliegt er. Boah, guck an. Cool. Hat uns ja überhaupt nicht gesehen. Nö. Der Slamik hat die Hand vor dem Gesicht, weißt du? Da sieht man nicht. Das ist so die Katzenphilosophie. Siehst du mich nicht, seh ich dich nicht. Hier sieht man setzen Sie die Reise fort, ist aber auch eine witzige Formulierung. Aber ich muss mir echt mal umschauen hier, das sieht echt... Also man sieht jetzt viel mehr als vorher, auch irgendwie detaillierter. Ja, die Reichweite, vor allem da oben die Arena auf dem Berg da oben. Mhm. So, die Kakteen kommen auch viel Kakteen hier rüber. Mhm. Da bin ich ja mal zum Schluss auf das abgeschlossene Schiff gespannt. Spoiler! So. Mit Schlammig. Ach, hast du mit dem schon gesprochen? Nö, aber ich scanne hier schon mal alles rum. Also mit Slamik habe ich noch nicht gesprochen, aber das mache ich mal, ne? Habe ich gerade eigentlich gemacht? Nö, für mich hat es nicht mitgezählt. Sammeln Sie Samenproben. Ich gehe einfach mal, siehst du auf der Map, wo ich hinlaufe, im Gegensatz zu dir. Ja. Das bietet sich ja an. Du sprichst doch gar keinen Ferengi. Ja, schlimm, ne? Ich habe ihn gedacht. Ach genau, hast du jetzt bitte schon Kräuterproben gesammelt? Ja, 3 Stück. Ich auch. Okay. Also Kräuter ist bei mir abgeschlossen. Jetzt mache ich hier weiter mit Samenproben. Eine Samenprobe Ich muss Rinder sammeln. Aber die Samenprobe hat für dich auch gezählt, oder? Immer. Gut. Wenn nicht, dass du noch meine Samenprobe hier nicht hast. Nee, die habe ich hier. Gut. Und für getestet und für gut empfunden, so. Juhu. House of Red Shirts, Friedensstifter Dande von Borg. Van Borg. Was? Friedensstifter habe ich dran stehen? Du bist es dein Titel. Du schon, ne? Geht gar nicht, ne? Hey, was haben wir denn hier so? Abräumer? Ja. Arzt? Recht nicht. Borgbefreier. Würde zumindest zum Namen passen. Ja. Misterfüller. Behandeln Sie Slamik. Der hört sich an wie Schlammig. Wieso bright hier? Das bei dem ist alles so breit, ne? Guck mal. Wer ist breit? Ja, dieser Slamik hier. Bei dem ist alles zu breit hier. Kommst du mit? Okay. Sorry, nach einem Titel. Fortsetzen. So, wo bist du denn? Ich laufe schon weiter. Ich bin schon 530 Kilometer weiter. Und ich back mich auch noch in Pflanzen fest. Ja. Ach, du backst dich in Pflanzen fest. Ja, ja. Folgen Sie dem Canyon. Ja, bis du da bist, scanne ich mal. Ja, cool, das ist ja auch neu gemacht. Wenn du hier unten unter dieser Tunnel hier stehst, wo ich jetzt stehe, und du bleibst stehen, siehst du richtig, wie so der Sturm so den Wüstensand hier wegweht. Mhm. Geil, du Bart. Folgen Sie den Canyon. Ich folge.
Eine sehr langgezogene Strecke hier. Musst du schon wieder rumfighten? Natürlich, ich muss die Hunde hier abschlachten. Straßenköder. Hundi? Oder was auch immer das sind. Seelat. 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 Wenn da Seelat sind, sind wir doch auf Vulkan, oder? Ja, eigentlich schon, ne? Aber ich habe ja auch mit einer vulkanischen Lirpa gekämpft. Aber wir haben auch Romulan, das war schon klingonische Butlets. Weil ich bezweifle jetzt mal, ich meine klar, die Romulaner stammen ja natürlich von den Borg, wollte ich schon sagen, von den Vulkaniern ab. Aber ich bezweifle mal, dass die gleich die ganze Flora und Fauna mitgenommen haben. Ja. Oder die haben sich einfach gedacht gehabt, die haben so ähnliche Viecher bei sich gefunden. Und dann haben sie sich gedacht, die nennen sie einfach Seelat. Weil sie es ja von ihrer Heimat so kennen. Aber wurden die überarbeitet? Die sehen irgendwie anders aus, habe ich das Gefühl. Ja, die schweben gerade so komisch rum. Nee, das nicht, aber die sehen mehr wie Tiger aus, finde ich. Liegt vielleicht auch am Licht, jetzt sieht man sie besser. Aber ich finde so von der Körperhaltung her sind sie noch so typisch. Hässlich. Ja. Der Himmel ist schon krass jetzt, ne? Also diesen Mondscheineffekt hat es hier richtig eingefangen. Ging das immer schon so weit bergauf? Immer. Immer und immer wieder. Aber hey, da bekomme ich jetzt das Echolate noch für die technische Option hier, das ist ja super. So, sprechen Sie mit Schlammeck. Schlammeck sprechen? I'm so bright here. Was brauchen wir? Wir brauchen Schnitzel, Pommes und Mayo. Okay. Technik finden Sie, Essen, besiegen Sie das Varigul-Pack. Und Taktik, suchen Sie Feuerholz. Sammeln Sie Zunder, sammeln Sie Kleinholz, sammeln Sie Feuerholz. Müssen wir jetzt beides machen? Weiß ich nicht, wir machen einfach mal alles. Du machst einfach mal alles, okay. Das ja, ich laufe einfach überall hin, wo was markiert ist. Gefällt mir. Holz für Feuer nehmen. Mit Slamik sprechen. Nee, nicht schon wieder. War hier unten das Wasser? Oh nee, schon wieder Slamik. Slamik ist ganz schön aufmerksamkeitsbedürftig. Ja, voll der Fuchs, ey. Voll die Laternen, die hier rumstehen, oder? Ach so, nee, das ist ein Baum. So. Aber schön, dass du gerade die taktische Option machst, ne? Ist das taktisch? Ja, das ist untertaktisch, ne? Cool, es liegt auf dem Weg, also. Du machst ja anscheinend gar nichts, so wie es ausschaut. Ich laufe hinterher und unterstütze. Ich bin da. Anwesend. Auszeichnung halten, auftanken als Freundschaftsdienst. Trotzdem, wir haben jetzt hier noch dieses Varigul-Pack. Ach, das ist da oben. Was hat das mit Technik zu tun, die Viecher zu schlachten? Das ist eine gute Frage, ne? Also ich muss sagen, die Map ist zwar schön, aber gerade ein bisschen langweilig. Ja, sehr langgezogen. Ja, das meinte ich ja mit diesem. Man läuft gerade ewig bergauf. Oh, ich habe die Varigules gefunden. Varigules? Pack. Schlagen Sie ja da gar in der Hülle auf. Siehst du, wir könnten jetzt. Na, erstmal schlachte ich das Pack hier, dass ich das technische Echolate bekomme. Fleisch zerschneiden. Ach, das ist die Technik, okay. Ja, das kann halt ein Taktiker nicht. Außer ich nur halt Kameraden Essen geben. Ich habe es gelesen, meine Kameraden technische, Essen. Meine technische Ausbildung hat sich bezahlt gemacht, aber ich bin doch Taktiker. Darf ich Slamik nicht einfach ins Feuer oder in die Sonne werfen? aber dem ist doch alles zu breit. Dem ist wahrscheinlich die Flamme und das Feuer zu breit. Ja. Aber es sieht jetzt auch wieder interessant aus hier. Ey, da ist noch so eine Katzenviech. Komm, das schmeiß mal. Vor allem, dass ich hier ohne dich da sitze. Ja, das ist normal. Ach, wir haben unterschiedliche Höhlen. Mhm. Aber denselben Slamek. Und jetzt kommen wir hier voll ins Licht. Wir gehen ins Licht. Und du stehst da draußen schon rum, das ist auch gut. Jo, wir dürfen wieder Aber hier sieht es eigentlich wieder ziemlich bekannt aus, ne?
Also von der Lichtgebung her. Bis auf die Texturen so an sich von den Bergen, wenn man so ein bisschen weiter wegschaut, das schaut alles viel gemalter aus. Irgendwie. Ich weiß aber, wie die Leute das damals gefeiert haben, diesen Anblick hier. Der ist aber auch irgendwie cool gemacht. Ja, definitiv. Mal gucken. Das ist definitiv ein TÜV-App-Shuttle. TÜV 206 Schaden habe ich gekriegt. Echt? Ja, ich bin aber auch so gefallen, dass ich mich zwischendrin so gut wie nichts gestoppt hat. Ah. Das Wasser hier sieht aus wie so ein riesen Pissbecken, ey. Ja, die Farbe ist nicht ganz gesund. Sollte man mal das Gesundheitsamt hier vorbeischicken? Ich würde mal interessieren, wie das Schiff aussah, bevor es ja abgestürzt ist. Wahrscheinlich nicht ganz so schrottig. Aber wahrscheinlich immer noch hässlich. So, gehen wir mal den Transponder überprüfen. Oh, ich habe ikonianisches Artefakt sammeln. Noch einmal spielen. Finden Sie die Möglichkeit, das Schiff zu kontaktieren? Dieses Schiff wird nie wieder fliegen. Aha, schön zu wissen. Aber witzig, auch hier habe ich das ja mit dem Delta in Questlog drin stehen. Du auch? Stimmt. Das habe ich neulich aber schon mal irgendwo gehabt. Bist aber kein Delta-Rekord, ne? Nee. Okay, den habe ich neu erzeugt gehabt, das war lange nach Delta. Okay, weil das hier, mein Klingone, ist noch ein Delta-Rekord. Dann ist es wahrscheinlich deswegen. Warum dackelt Slamek mir hinterher? Bei dir ist er zu unzufrieden, oder wie? So. Bringen Sie Notfallstrahlen in Energiequelle des Schiffs. Willst du noch dieses Ikonianer-Ding machen, Döne? Hab ich doch schon. Aber okay. Es zählt nicht als erfüllt. Ja. Sternig Wanje meint gerade, wohin? Ihr Vater hat einen Schlüssel geholt und glaubt, dass er dann ein Schiff kriegt. Automatisch, weil eine Kiste ist gleich ein Schiff, ne? Mhm. Was lustig ist, genau das ist passiert. Echt? Ja. Cool. Ist das jetzt ein Witz? Mein Vater hat gerade ein Schiff aus der unentdeckten Kiste gezogen. Ernst? Krass. Dann auf jeden Fall Glückwunsch. My spies are everywhere. Prisoner 1478, take your place. Ja, manchmal mal Glück. Ich habe neulich auch nur 7 Schlüssel gebraucht. It is good to know at least one Riemann understands who is the master and who is the slave. The loss of the listening post was a minor setback. The Riemann's refuge in the Dera system has been destroyed. Mich stört ein bisschen an den neuen Skorpion, die hier gekommen hat. Das ist wie eine Tarnung da hinten. Die glänzen zu viel. Die sind voll im Chromlack. Aber total. Aber das hatte ich mich jetzt sowieso gefragt. Ich habe mir das Romane-Schild-Array noch gar nicht angeschaut, wie das selbst ausschaut. Ja. Aber ich hatte diesen neuen Klingonenkreuzer da mit diesen glatten Kanten, der D9 ist das, oder? Der neuen meinst du? Ja. Der sah aus wie der Nekvanu in TOS. Genau. Also ja, das ist glaube ich den neuen, ja. Und der hatte dieses Schild-Array drauf gehabt und das sah aus wie voll verchromt mit ein bisschen Romana-Elementen drauf. So, beliebige Taste drücken. Nochmal Ladescreen, okay. Kehren Sie zu Obisek zurück. Wieder mal. Kann man ja anklicken. Natürlich nehmen wir das Schild Array. Ich muss gleich mal gucken, wie das ausschaut auf den Dinge. Außer ich nur halten General-Fähigkeit Rang 1. Was gibt's denn? Juhu, Kolosseum gelöst. Akzeptieren. So, ich gucke, ich will jetzt mal wissen, wie das hier auf meinem Schiff ausschaut. Dann müsste man aber wahrscheinlich in ein System gehen, um das richtig zu sehen. Ich guck gerade, wo ist denn das Schild? Da ist es. Oh, das Schiff wird auf jeden Fall schon mal deutlich dunkler. Echt? Nee, bei mir ist es gerade übelst heller geworden. Ja, das auch, aber irgendwie, also in der Vorschau, bei der Schiffsausstattung sah es gerade dunkler aus. Aber es ist gar nicht mal schlecht, es hat was. Hat ein bisschen was so von. So, das hat auch wieder was so Tron-mäßiges. Finde ich. Okay, beim Käfer ist es aber auch krass. Aber ob mir das gefällt? Egal, ich lasse es erstmal dran. Das Schild ist besser wie das, was ich vorher hatte. So, du hast es gar nicht bei Aussehen geslottet.